Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die, Moment, Tom Finger Kit Gun mitgebracht. Tom Finger ist ein Sniper-Aufsatz für die Kit Gun. Damit wird die halt eben mehr oder minder zu einer Sniper, ist ziemlich, ziemlich stark, macht sau viel Spaß zu spielen. Und für mich persönlich ist die Tom Finger Kit Gun mit die stärkste, wenn nicht sogar die stärkste Sekundär-Sniper, die wir haben. Ich vergleiche es am liebsten mit der Vasto Prime. Und wenn wir da mal so ein bisschen schauen, so statmäßig sind die Waffen doch schon sehr verschieden. Und die Spielweise ist auch anders. Also zum Beispiel die Vasto Prime arbeitet mit Schnittprocs, die Tom Finger über puren Damage. Und ich muss sagen, da die Schnittprocs der Vasto Prime so in Anführungszeichen relativ niedrig sind, also die Vasto Prime ist eine saugute Waffe, ich spiele die auch sehr, 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 sehr gerne. Aber die Tom Finger kann da halt eben nochmal auf eine andere Weise extrem viel reißen. Also wollte ich nur erwähnt haben. Für mich persönlich gibt es bei der Tom Finger nicht viel Spielraum. Also für mich, Tom Finger muss ja rein, sonst hätten wir eine andere Kit Gun. Dann Magazin Killstream, für mich persönlich absolutes Must-Have, weil 38% Crit-Chance und 2,3-facher Crit-Multiplikator, saugeil. Mit fast jedem anderen Clip hätten wir entweder weniger Crit-Multiplikator oder weniger Crit-Chance oder beides. 15 Schuss im Magazin ist mehr als genug. Und Statuschance 16% ist absolut ausreichend. Gerade mal ach ja. Und das Ding macht hauptsächlich Strahlungsschaden, was auch nochmal ziemlich geil ist, also ich bin kein Fan von Strahlung, nicht falsch verstehen. Vom Statuseffekt. Aber der pure Damage-Typ ist gegen sehr viele verschiedene Fraktionen sehr effizient. Und gerade in der Kombination Strahlung-Korrosion kann man hier und da extrem viel reißen. Also sehr, sehr gut. Ihr seht schon, ich habe eine Crit-Chance von 109,1%, 4,8-facher Multiplikator, Statuschance 70,3%. Dazu kommt dann noch mein hydraulisches Fadenkreuz, was bedeutet, ich bin bei ungefähr 150% Crit-Chance. Was bedeutet, ich bin bei ungefähr plus 135% genau von meinem Base-Crit. Was bedeutet, ich bin bei ungefähr 145, 150% Crit-Chance, also Orange-Crit-Bereich ganz tief drin. Was eine richtig geile Sache ist. Deshalb haben wir auch nochmal einen Riesenvorteil im Vergleich zur Vasto Prime, weil die Vasto Prime niedrigere Crit-Chance und ist nicht wirklich im Orange-Bereich. Also die Waffe hier hat richtig Power. Dreier-Disposition ist auch geil. Und bevor wir jetzt groß loslegen mit Bild oder so, möchte ich euch was Allgemeines zeigen. Also ich habe gerade keinen einzigen Mod drin. Betrachten wir mal das Projektil. Also als erstes Mal, es sieht geil aus, ist relativ groß und es explodiert. Das bedeutet, achtet mal drauf, wie viele Damage-Zahlen ihr seht. Okay, eine. Das war ein schlechtes Beispiel. Gerade will es nicht wirklich funktionieren. Also normalerweise, das Projektil explodiert und wir treffen jeden Gegner mehrfach. Und das ist wirklich eine extrem schöne Sache. Beziehungsweise wir können sogar mehrere Gegner treffen, indem wir auf einen drauf schießen. Ah, der Uralte macht es mir gerade ein bisschen kaputt. Gib mir eine Sekunde. Töte Gegner. Uralter raus. Simulieren. Jetzt habt ihr gerade zwei Damage-Zahlen gesehen, jetzt drei, jetzt haben wir den Gunner hinten getroffen. Auf jeden Fall, ihr seht, wir treffen jeden Gegner mehrfach. Bedeutet, wenn wir jetzt noch auf Mehrfachschuss gehen, teilweise drei Projektile gleichzeitig verschießen, jedes Projektil explodiert, dazu noch eine kleine Streuung reinkommt, wir decken eigentlich den kompletten Gegner damit ein und haben sehr, 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 sehr viele Treffer. Also ihr seht schon, wie viele Damage-Zahlen waren das gerade? 6 Stück. Das ist teilweise sehr durchwachsen, wie oft wir treffen. Aber teilweise, jedes Projektil kann den Gegner 3, 4, 5 Mal treffen. Genauso, wenn ich auf den da schieße, hat der Gunner und der Moor gerade Damage bekommen. Also, ja, das ist ordentlich. Also, für eine Sniper, so ein AOE-Effekt, das haben wir selten. Und sogar der Flight Speed ist eigentlich relativ hoch. Wenn ich gerade selbst noch schauen muss. Gut.
was wollte ich gerade machen? Euch den Bild zeigen. Also, ich habe drin die drei Standard-Mods, Hornissenstich, tödlicher Schwall und Laufstreuung, dazu die beiden Grid-Mods, Primed, zwei Doppel-Mods und hydraulisches Fadenkreuz. Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Dann das Ganze mal im Einsatz zeigen, einmal ohne Arcanas und einmal mit Arcanas. Und was ich euch direkt schon mal sagen kann, mit den Arcanas bekommt die Waffe so genau den richtigen Schub in die Richtung, die sie braucht. Also, ist richtig geil zu spielen. Wir nehmen jetzt noch wieder den uralten dazu, damit die Palette wieder schön durchwachsen ist. Und los geht's. Und ihr habt gerade gesehen, wie oft wir den Gegner getroffen haben. Also, für mich persönlich ist das hier wahrscheinlich die stärkste Sekundär-Sniper, die wir haben. Der Flight-Speed ist etwas suboptimal, aber ich sag mal, habt ihr das gesehen, wie viele Treffer wir ja gerade hatten? Also, das grenzt schon ans Lächerliche. Und zusätzlich, durch die Explosion, lösen wir auch nochmal das hydraulische Fadenkreuz aus, was bedeutet, das Ding ist eigentlich die ganze Zeit aktiv. Wir brauchen nicht mal groß auf den Kopf zu zielen. Aber natürlich, wenn wir auf den Kopf zielen, ist es besser. Jetzt einmal mit Arcana Geschwindigkeit für mehr Feuerrate und Präzision für wieder mehr Schaden. Und Leute, glaubt mir, das ist geil. Das könnte ich den ganzen Tag jetzt machen. Noch ein Hoch. Gut spielen, oder? Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Also, top. Ich mag die Waffe. Gut, ja. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.